Gut Kick. Gut Kick. Ja, jetzt kommt eine sehr spannende Antwort. Das wird natürlich der FC Bayern München. Wer hätte es anders gedacht? Was soll man dazu nur groß sagen? Also, ja, gute Transfers getätigt. Lewandowski zwar weg, aber Meister werden sie trotzdem. Ja, the same procedure as every year. FC Bayern München. Dortmund ist zwar da mit ihren Transfers, doch Bayern hat nochmal in die höhere Schublade gegriffen, hat nochmal andere Transfers geholt, die nochmal viel stärker sind als die von Dortmund, muss ich ehrlicherweise sagen. Und eher sehe ich da dann tatsächlich Leipzig und Leverkusen dran an Bayern als Dortmund. Aber wie gesagt, Bayern wird Meister. Ja, wer kommt in die Champions League? Natürlich Bayern auf 1 und dann 2, 3, 4. Ich mach's mal in der richtigen Reihenfolge. Boah, das mache ich jetzt relativ spontan. Ich würde sagen Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Champions League, der Meister ist in der Champions League, heißt Bayern wird da dabei sein. Und dann Reihenfolge 2, Leipzig, Leverkusen 3, Dortmund 4. Jetzt wird es für manche vielleicht das erste Mal etwas wild. Europa League, Wolfsburg, Frankfurt. Ja, die Europa League, Fünfter, denke ich mal, haben wir gute Chancen wieder dazustehen. Und sechster wird Gladbach. Wer kommt in die beliebte Conference League? Das wird dieses Jahr Gladbach sein. So, der Conference League Platz, der geht an Union Berlin. Die sind da oben jetzt schon die letzten Jahre immer dabei gewesen. Ich denke mal, die werden sich da wieder auf den siebten Platz dann wahrscheinlich, weil der DFB-Pokalsieger schon für Europa qualifiziert ist. Dann für die Konferenz qualifizieren. Bei den Absteigern habe ich mich ein bisschen schwer getan. Das ist nicht so eindeutig wie letztes Jahr. Da habe ich Fürth und Bielefeld relativ safe getippt. Dieses Jahr wird es das verflixte zweite Jahr für Bochum. Die gehen runter. Ich sehe es ganz schwierig für Schalke. Das heißt, die tippe ich da auch mit unten rein. Und ich tippe auf den Relegationsplatz Augsburg. Ich gehe vom 16. Platz aus. 16. denke ich, wird Bochum sein. 17. macht Schalke. Und 18. Sie sind immer da unten. Ich sehe keine große Verbesserung. Hertha BSC. Wer schießt die meisten Hütten dieses Jahr? Das wird Schick von Leverkusen sein. Lewandowski kann es ja nicht mehr. Wir machen es ganz einfach. Er war schon Zweiter letztes Jahr. Es ist Schick von Leverkusen. Anderen sehe ich nicht. Bei Dortmund sehe ich jetzt keinen, der die Tore von Haaland schießt. Bei Bayern sehe ich jetzt auch noch nicht, dass die Offensivreihe sich direkt so einspielt, dass da auch direkt eine Mané zum Lewandowski wird. Deswegen Schick wird's machen. Mein Topscorer unterscheidet sich von dem Torschützenkönig. Denn ich glaube, dass Mané ein paar mehr Torvorlagen sammeln wird als Schick. Zwar nicht so viele Tore schießt, aber am Ende dann bei mehr Scorern rauskommt. Deswegen für mich Mané der Topscorer. Auch beim Topscorer gehe ich auf den zweiten vom letzten Jahr. Es wird nämlich Christopher Nkunku machen, bei Leipzig verlängert. Die haben noch nahezu dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr. Einige Verstärkungen schon dabei. Und da denke ich, dass er dann wieder seine Scoreranzahl macht. Und weil Lewandowski weg ist, da dann auch Platz 1 sein wird. Mein Youngster am 5. Juni 20 geworden, einer von meinem Verein, das wird Jakub Kaminski sein. Ich glaube, der wird gut einschlagen, wird vielleicht nicht ganz so viel Spielzeit sammeln, weil es schwierig ist bei unserem Kader in der Breite, aber der wird ordentlich Scorer sammeln und deshalb Kaminski. Mein Youngster ist am 25.07.20 geworden. Neuer Transfer bei Bayer Leverkusen, zwar für 18 Millionen, trotzdem sehe ich ihn als Youngster, Adam Luschek. Der wird, glaube ich, schon für Furore sorgen. Meine Überraschung ist einer der beiden Aufsteiger, denn
Wenn man als Aufsteiger nicht absteigt, dann würde ich das schon als Überraschung zählen und die werden zwar mit unten drin sein, aber jetzt nicht zu den letzten 4, 5 gehören. Deshalb ist Bremen für mich die Überraschung, weil sie sehr gute Transfers getätigt haben. Meine Überraschung, einer der Absteiger, logischerweise dann derjenige, der nicht abgestiegen ist, nämlich Werder Bremen. Die werden, da gehe ich jetzt ganz wild, gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben in dieser Saison. Die werden sicher die Klasse halten, deswegen sehe ich das als Absteiger, sowas zu schaffen, schon als eine Überraschung. Meine Enttäuschung ist der Verein, der in der letzten Saison 14. wurde. Das ist der FC Augsburg, die ich diese Saison noch weiter unten sehe, auf dem Relegationsplatz getippt. Und deshalb für mich die Enttäuschung Augsburg. Ja, meine Enttäuschung, qualifiziert sich für die Champions League, aber da ihr Anspruch schon ist, die Bundesliga zu gewinnen und dann doch nur Vierter zu werden, sehe ich Dortmund doch als eine Enttäuschung an in dieser Saison. Durch ihre Transfers haben sie klar gemacht, sie wollen die Bundesliga gewinnen, aber ich denke, das wird nichts. Ha, ho, he, Hertha BSC. Sandro Schwarz verlässt die Bundesliga als Erster, denn Hertha BSC einfach ein, ja, in den letzten Jahren einfach ein Quatschverein geworden. Und letzte Saison dann Felix Magath angestellt, auch eine ganz wilde Entscheidung. Sandro Schwarz wird es schwer haben und den sehe ich nicht lange auf dem Trainerstuhl sitzen. Ja, die erste Trainerentlassung wird dann am 9. Spieltag sein, weil man nur 2 Punkte hat, höchstwahrscheinlich. FC Schalke 04 entlässt dann Frank Kramer und damit wird er dann der erste sein, der entlassen wird.